We've got. Ja, we've got. Na, wie sagt man? 14 out of 26. Pfosten. Langweilige Anmoderation. Willkommen zurück zu Unser Land wird immer unkrimineller in Deutsche Zentrumspartei im Politik-Tycoon mit unserem Freund Herrn Leonard alias Herrnson Phoenix. Schönen guten Tag. Hashtag UNO John, Hashtag Politik John, Hashtag Führer John. Hashtag ich vergabe. Hallo. Also Vergebe euch, ich vergebe vergebe eure. euch allen. Hashtag ich Herr Glaser. verwandtschafte euch alle mit Angela Merkel. Hashtag Ich ich glaube, weiß. niemand möchte mit Angela Merkel verwandt sein. Warum? Die macht guten. Was hat die Nein, denn aber dann gemacht? hat man ein Familienmitglied weniger quasi, wenn die nie das macht, was. Wenn die nie das macht, was. Was? Die Ja, macht wenn man. guten Kartoffelsalat, hat sie gesagt. Ja, aber Deswegen. wenn man Bundeskanzlerin ist, kann man jetzt eher schlecht so viel mit Zeit mit der Familie verbringen. Ja, gut, aber danach. Ja. Würde ich abgelehnt, ich sag's dir. Und es gibt tolle Geburtstagsgeschenke und es Ja, wird bisher alles wurde gut. noch keiner unserer Gesetzesvorschläge abgelehnt, aber der hier kann man fast von ausgehen. Ah nein, wird auch angenommen. Siehste, ich habe meine Connections. Zur Linken. In den Linken und Warum den sind die Linken Alten. dafür, dass wir das erhöhen? Die sind echt regierungstreu. Klar, Skandal in der Partei und der Herr Gysi ist gestorben. Wahrscheinlich hat das beides was miteinander zu tun. Die Aufnahme ist Das wieder. könnte ein neuer Rekord Nochmal werden. die Aufnahme, nochmal bitte. Was? Neu starten, die Aufnahme. Nicht die Warum? Aufnahme, die Betreuung. Also, wollte schon sagen. Na, na. Please. Tadam, You're welcome. Thank you. Niedersachsen. Wir haben Niedersachsen. nicht mehr so viel Wahlauswahl, dann wieder Herr Franke. Ja klar, der wurde ja schon gewählt. Kannst du bitte wieder den Hintergrund, das Liste und so. Ne? Also wir wollen ja unsere Ministerpräsidenten, die sollen ja erhalten werden. Konserviert für immer. Genau. So, wenn sie tot sind, stell mal eben ihren Leichnam auf. Klingt makaber, ist aber so. Der Dink Makaber, das ist der neue Kennst du schon Parteivorsitzende. Götter wie wir? Nein, also Muss ich mal. dich. Ne, Götter wie wir. Hört sich wie so Diese. eine schlechte Radioshow an. Götter Ne, wie. das ist der Vorgänger von. Nein, das ist ja. Meine Güte, Rheinland-Pfalz ja. kehrt wieder zurück. Jawohl. Da freut sich jetzt bestimmt die Anna. Da sie ja. Wer ist hier nochmal Heimatland. angetreten? Das sehen wir dann am Namen des Ministerpräsidenten, würde ich sagen. Und du musst es oben ein bisschen kleiner machen. Den Namen. Du musst das Feld oben Ich kleiner muss machen. einfach das B wegmachen. Das geht ja auch, oder? Ja, solange bleibt halt noch unser Henry da. Ja, jetzt Mhm. müssen wir auf jeden Fall in die Regierung, sonst wird das peinlich. Mhm. Scheiße! Wer war da angetreten? Warte, guck Und doch wen mal haben kurz wir den denn Namen. noch? Ne, guck doch mal Das war an, die wer. Ute, die Ute, die. Wir hatten die Ute. Die Ute war das. Wir haben jetzt ernsthaft eine Regierung. Die haben jetzt alle einfach, alle anderen haben jetzt gegen. Ist das Ja, wirklich? mit null Schnitt weg. Sag mal Null. bitte, sag mal bitte ihre. Sag mal bitte die Regierung, bitte. Was soll das denn für ein Scheiß? Sonja Sonnenschein So wie von wir es der in Bayern AfD. gemacht haben, aber. Sonja Sonnenschein von der AfD. Das ist SSS. Das ist die super Schutzstaffel. Wir haben nichts gegen die AfD. Nein, das ist nur Satire. Also wenn Sie AfD-Anhänger sind, dann sage ich Hecke, Heck. Wenn Sie nicht AfD-Anhänger sind, sagen wir Scheiß Dann. AfD, fuck Nazis. Nein, das wäre doch wieder zu. Das wäre dann jetzt politisch. Ja, Ich bin okay. mit meinen Let's Plays immer unpolitisch, immer. Ich stelle mich nie auf eine Seite. Nein, wir auch nicht. Wir sagen, Ich stelle mich immer gegen die Parteien, die am meisten nerven. In dem Fall die richtig. MLPD meistens. Und wir müssen ganz sagen, wir sind da ganz große Mitgliedsbeitrag Optimisten. wird wieder erhöht um 1 Euro.
Und ja, jetzt können wir das wieder, weil wir wieder gut spielen. Ja, haben ja Spider machen. Ja. In Niedersachsen. Wir schaffen die absolute! Wir schaffen die absolute! Herr Franke, Sie sind ein Gott! Ja, der hat einfach eine gute Politik gemacht, sag ich. Eine gute Politik. Da ist gerade sogar der Bundeskanzler und macht ja. Schleswig-Holstein. Und ich sag ja, Herr Eckenhaus ja, wieder. Ich hab ja Kontakte in Wilhelmshaven, da macht die, der macht ja auch die norddeutsche Fregatte mit. Bei ganz, ne? Mhm. Und, ja, wunderbar. Hallo norddeutsche Fregatte. Ja. Wenn du dich angesprochen fühlst, du bist es nicht. Die norddeutsche Fregatte weiß ich mal, dass die norddeutsche Fregatte. Deswegen ja. Ja. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, du bist es nicht. Ziemlich wahrscheinlich. Außer du heißt. Na, das wollen wir mal nicht sagen. Das wollen wir mal nicht sagen. Ja. 50,17. Herr Franke! Ein Traum. Das ist ja wirklich. Das ist ja. Ist ja unfassbar. Unfassbar, richtig. Herr Franke. Jetzt haben sie sich das aber echt verdient. Ja. Sie bleiben bis zur nächsten Wahl. Einfach immer. Oh, Franke, der ist endlich wieder da. Und der bleibt Regierungschef. Ja, und zwar allein. Herr Franke! Moment, da müssen wir direkt mal hier... Sam Miller sagt jetzt bestimmt, wir holen jetzt unser Land zurück. Wir müssen für so ein A davor sitzen. A, Stefan Franke, weil er alleine regiert. Ja. Absolut. Wobei, nee, wir nehmen so ein, Moment, ein Stern. Stern, ein Sternwerk. Symbol. Ja. Blinken! Das ja. Nee, warte mal. Ach, egal. Wunderschön. Ausgaben Kinderbetreuung, das können wir uns nicht leisten. Nein. Wir sind sozial, aber wir können uns das nicht leisten. Und irgendwie wird immer mit uns gestimmt. So, ich stelle die ganzen Talkshows bei Leonard Phoenix so, mal Anne will, kann aber nicht. Zum Beispiel. dann so, ja, wollen Sie, Sie haben doch das in Ihrem Programm gesagt, ja, da hat es aber noch keinen Einblick über die Finanzen, ich muss Ihnen sagen, wir haben dafür kein Geld. Das ist nicht die Aussage, wollen. Ja, wissen Sie, wir hätten das alles schon machen können. Allerdings hat die letzte Regierung so viel Geld rausgeschmissen, dass wir Regierung das in den Finanzen neu retten müssen. Können wir vielleicht was Neues jetzt machen? Gesetzmäßig? Mit Sicherheit. Mhm. Ich wäre für eine Steuererhöhung. Für die Mittelschicht. Nee, wir streichen sie, wir müssen die Subvention streichen. Erhöhen erstmal die Steuer für die Mittelschicht. Ja. So. In Bayern machen wir noch Sachsen, wir machen halt überall so ein bisschen. Schleswig-Holstein machen wir auch. Dann passt's. Bin ja. Ich positiv? Bin ich positiv zu eingestellt? Ja, da werden wir unseren neuen Rekord kriegen. Guck mal, wie viele Mitglieder wir jetzt schon ans Land ziehen konnten. Wir sind eine neue NSDAP. Was? Bist du bescheuert? Halt dein Maul, hallo! Von den Wahlergebnissen. Wir wären jetzt die erste Partei, die in Deutschland jemals außerhalb von Bayern auf die Mitte bekommen hat. Nein, in Bremen oder? In Bremen hat die SPD schon geschafft. In Osten sowieso, da die. Im Bund hat es die CDU schon geschafft. Stimmt. Nach 2000. Ich glaube, in Bremen SPD. Haben nicht bestochen. Es geht trotzdem gut, das geht trotzdem gut. Es geht nicht gut. Jetzt bei Anne Will kann aber nicht. Ist ja Erfolgsrezept für Abstimmungen vorbei? Naja, wir haben eigentlich nur vergessen, die Parteien zu bestechen. Ja, ich glaube, selbst mit Bestechung hätte das gerade nicht funktioniert. Einkommensteuersatz sinken. Nein. Mm-mm. Oh, Schleswig-Holstein, du enttäuschst mich, Jonathan. Du enttäuschst mich. Hatten wir in Schleswig-Holstein nicht schon... Ja, aber der enttäuscht mich, dass der nur 41% grad hat. Ja gut, der hat ja schon genügend Wahlerfolge eingebracht, also Wahlrekorde eingebracht. Der war, einmal war der ja hier rechts oben, aber dann wird wohl der Herr Franke hier erstmal noch bleiben müssen. Hm. Leider. Warum denn leider? Guck mal, der ist doch sympathisch. Bayern. Der Herr Stockhäuser darf erneut konjugieren, koalieren, ist alles dasselbe. Herr Stockhäuser... darf weiterhin konjugieren. Moment, ich hab Scheiß weg. Kruzifix noch einmal.
Bennett gleich auch ohne. Ja, okay, dem können wir auch schon mal ein Sternchen vorsetzen. Der regiert auch alleine. Komm mal, jetzt. Ach, jetzt habe ich das dem Hans-Peter vorgesetzt. Das kannst du lassen. Noch nicht, die Freien Wähler. Erinnere dich an die Freien Wähler. Wo haben wir denn die? Mach mal Fernsehwerbung im Bund. Ach, wo ist denn der Jonathan? Mach mal Fernsehwerbung im Bund. Bis zur Bahn. Da haben wir kein Geld für. Ah. Guck dir das mal an. Die arme Opposition. Ja, arme Opposition. Spendenangebot. Mehrwertsteuersatz erhöhen? Nein. Doch, ja. Heike Steinfeld ist neue Bürgerschaftspräsidentin von Hamburg, also erste Bürgermeisterin von Hamburg. Wer war denn davor? Hella Kiefer. Was ist mit der passiert? Gestorben. Oh, was? Wie denn? War jung? Brutale Weise ermordet. Die arme Frau Kiefer. Ja gut, zum Glück. Aber guck mal, ich hab länger... Ja, wurde wohl der Kiefer gebrochen. Ich hab aber länger... Ich glaub, hab ich jetzt schon ein Jahr meine Regierung geschafft? Schon weit mehr. Deine Regierung ist fast vorbei, muss man sagen. Ja, richtig. Guck mal, ich hab länger überlegt... ich wurde nicht umgebracht. Ich bin im Kanzler, hab nicht noch nicht. Ja, in zwei Jahren sind, glaube ich, wieder Bundestag. In einem Jahr. Mhm. Ziemlich genau sogar. 46 Wochen von jetzt aus. Der Herr Heil ist gestorben. Habe ich die Bayern-Umfrage gerade richtig gelesen? Hast du gerade richtig gelesen, wie viele Mitglieder wir haben? Über 2 Millionen. Wir sind eine neue Sammelbewegung. Wenn du nicht möchtest, dass wir die NSDAP sind, sind wir halt die SED. Wir sind die Zentrumspartei. Von mir aus. Bei der nächsten Bundestagswahl weißt du, wie viel Prozent wir haben. Der Herr Rentschler ist gestorben mit 93. Mülltrennung abschaffen. Nein. Umweltschweine e.V. Ja, wir wollen die Mehrwertsteuer annehmen. Wobei, nee, das wäre schlecht für die Wirtschaft. Ja, wir heben das mal an auf 15. Und dann versuchen wir nochmal 30 bei den anderen und dann machen wir mal 60 bei den anderen. Müssen wir uns noch bei 15, 30, 60. Damit können wir Schulden abbauen. Parteispende, Diana Kloster. In Bayern. Ich glaube, wir haben einen neuen Spitzenreiter. Herr Stockhäuser. Das ist so dieses Applaudieren bei so kommunistischen Parteitagen. Wir haben die Wahlen gewonnen mit ganzen 99,79%. Und der als erstes aufhört zu klatschen, der stirbt. Vergesst nicht zu überzeugen. Wir leisten politische Überzeugungsarbeit mit Geldmitteln. Nein, die FDP hat trotzdem dagegen gestimmt. Ihr schuldet uns 1 Million. Oh, das ist doch nicht schon wieder. Warum seid ihr denn gegen Steuererhöhungen? Ihr Schwein. Immerhin die Linken. Wir werden das jetzt nochmal einbringen und wir werden das so lange einbringen. Nee, mach erstmal Mittelschicht einbringen. 30. 300. 3. 31. Nein! 1, nein! 30. Ich mach gerade. ich drücke auf die Löschtaste. Da macht er da mehr. Wir machen nur 30. Ganz normal. 30. Die nächsten 30. Dann auf 80. Nein, wir müssen versuchen 50, 15, 30 und. Wir schaffen 30. Die 65. Ja gut. 63,9. Herr Stockhäuser. Dann lässt es aus, jetzt sind wir sogar fast allein im Parlament. Zu dritt sind wir. Eventuell sollst du noch Bayern hinschreiben. Hans Zetti. Stockhäuser vielleicht? Kann sein. Sport, Stamm, Ströde. Dauert noch ein bisschen. Der hier? Nein. Noch nicht der Herr Biestkorn. Hättest du aber gerne anklicken können. Der Petri! Wo haben wir denn den Herrn Stockhäuser? Der Herr Köster? Cafier, Kaiser? John? Julia. Wo ist der denn? Wie habe ich den denn eingespeichert?
ganz oben nehmen. Da war doch hier, der hast du untergemacht, hier Mann. Von der Dingster Mann. Vielleicht, ja, Mann? Dritter Mann. Dritter Mann heißt der. Wirklich? Dritter Mann. Was? Dritter Mann. Tatsächlich, dritter Mann. Und du sollst vielleicht noch Bayern statt Niedersachsen schreiben. So dasselbe. Bayern, Niedersachsen. Nee, die Niedersachsen sind glücklich auf Bayern, also war von Bayern weg vor. Beinahe. Also, oh, ich weiß nicht, ob das N dahin passen muss. Bayern muss dahin. Bayern München. Bayern ist die Vorstufe. Was die wenigsten nicht wissen, es gibt auch einen Verein, der ist Bayern Alzenau, und ratet mal, in welcher Liga er spielt. Sonst haben sie das vor kurzem noch. Was war das? Regionalliga Hessen. Du, obwohl die in Bayern sind. Dein Sternchen. Dein Sternchen noch. Ach guck mal, wir ziehen jetzt die Sternchen von oben bis unten runter. Natürlich. Als nächstes ist dann die Gertrud im Saarland. Die tritt nicht nochmal im Saarland an. Die wird in Sachsen-Anhalt Ministerpräsidentin. Die wird nicht nochmal dort antreten. Ja, okay. Die wird doch, da ja nur zwangshinversetzt. Genau, oh. Ja, habe ich auch nichts dagegen. 155. Also die Dreiviertelmehrheit haben wir dann schon mal. Ja. Sag aber, ja. Boah! Scheiße, immer noch Minus! Wir müssen langsam mal rapide Mittel ergreifen, nicht nur. In 26 Wochen ist wieder Bundestag. Wenn wir nächstes Jahr die absolute Mehrheit erreichen, wenn wir dieses Jahr die absolute Mehrheit erreichen, dann schaffen wir das auch. Guck mal, was wir uns leisten können. Ein Traum, der meinen Namen trägt. Das kommt wieder nicht durch. Mir scheißegal, 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 ob du hohn bist. Mach dir 2 draus, 5 Millionen. Scheiß die zu mit. Wenn ich das jetzt nicht annehme. Danke! Ach, scheiß Union. Warum kann man nur eine Partei bestechen? Ja, SPD! Ich so liebe die SPD! Und die Linken liebe ich auch! Ja, ist mir durch? Ja! Die Linken! Ich liebe die Linken! So sozial ist keine Partei! Außer das Zentrum natürlich. In der nächsten Folge sehen wir dann, was für wunderbare, exzellente, eindrückliche Ergebnisse wir im Bund kriegen werden. Dann werden wir schon zur Bundestagswahl antreten. Ach so, stimmt. Jetzt ist Bundestag. Was ist es? Ja. Und dort werden wir hoffentlich auch die absolute Mehrheit kriegen. Absolute. Die absolute. Absolute. Mehr, 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 Mehrheit. Mehr, 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 mehr im Baden.